Liebe Musikfreunde, Reflexionen entfalten sich spielerisch wie bunte Schmetterlinge in diesem freien Gedankenraum, der sich öffnet und beliebig weitet, wenn man etwas grundsätzlich verstehen will. Dabei können wir Menschen alles denken, auch das Unmöglichste, eigentlich unbegrenzt. Damit dies nicht ganz uferlos wird, hat Kant drei Maximen vorgeschlagen, die ich nach Hans Sahner ganz kurz ausführen möchte. Erstens Selbstdenken, ein Prinzip der Aufklärung, sich furchtlos von Vorgedachtem lösen und Neues, Eigenständiges zulassen. Zweitens, und das ist nicht das Format hier, an der Stelle jedes anderen denken, das heißt die Kommunikation im Denken pflegen, sich austauschen, damit durch diese Pluralität Borniertheit, Einseitigkeit und auch Fehlerhaftigkeit möglichst vermieden werden kann. Und als dritter Punkt, jederzeit mit sich selber einstimmig denken. Kant meint dabei, aus dem Denken und Urteilen ergibt sich dann auch eine Konsequenz. Das Denken muss eine ausreichende Weite und Tiefe haben, um auch zum Beispiel dann in der eigenen Haltung oder im Handeln zu bestehen. Deshalb wohl hat Hannah Arendt diese drei Maximen dann erweitert durch den Begriff der reflektierenden Urteilskraft. So hoffe ich auf Ihre Barmherzigkeit, wenn Sie reflektierend urteilen über meine pointillistischen Gedanken in sechs kurzen Teilen, nämlich Sünde. Einige freifliegende Gedanken zum Text lassen wir versuchsweise mal in den Raum zur Sünde, die hier ja im Blutstropfen abgegolten wird. Im Religionsunterricht wurde uns eingetrichtert, dass Gott immer alles sieht und weiß. Wir sollen somit besser gar nicht erst sündigen. Gemeint ist dabei aber immer in Gedanken, Worten und Werken. Es kommt ja eh raus. Die krankmachende Somatisierung dieser doch etwas perfiden, klerikalen Sündenschuldkonstruktion geht natürlich vom Unterleib bis unter die Schädeldecke und ist wahrscheinlich für einige happige Prämienprozente der Krankenversicherungen noch heute verantwortlich. Wenn man nämlich etwas von der Genialität des Hirns wirklich weiß, dann das, dass das Hirn sich einen Deut darum schert, was es denken darf und was nicht. Ja, es ist sogar so, dass wir uns gerade die Sünde vorstellen müssen, damit wir überhaupt denken können, dass wir sie vermeiden wollen. Sie sehen schon, man könnte noch auf den Gedanken kommen, die Kirche hätte uns eine Gebrauchsanleitung dafür geben wollen. Und noch ein Gedanke flattert vorbei. Heute scheint sich einzubürgern, dass alles erlaubt sei, was nicht explizit per Gesetz verboten ist. Dass es ein Gewissen und einen simplen Anstand der Rücksichtnahme auf die Mitwelt gibt und auch immer gegeben hat. Diese selbstverständliche Fairness wird etwas zum Ladenhüter. Das ist umso bedauerlicher, als es auf unserem Planeten immer offener, aber auch enger wird und diese Rücksichtslosigkeit leider gerade auch von den reichsten Ländern vorexerziert wird. Solange dies so bleibt, werden auch gesetzliche Regulierungen notwendig bleiben. Der Mensch muss von sich auch Maß einfordern. Kündigt sich eventuell leise eine franziskanische Umkehr an? Barmherzigkeit. Das offene Herz für die anderen ist die Eigenschaft der Differenzverträglichkeit und damit auch der Differenzakzeptanz. Letztlich des friedlichen Zusammenlebens, Konvivialität, wie sie wiederum Hans Sahner 2002 in seinem großartigen Essay zum Begriff der sozialen Integration ausgeführt hat.
Er schreibt, dass in einer multikulturellen Welt jede Erwartung der Gleichheit der Werte, der religiösen Überzeugungen und der Weltanschauung illusorisch und gefährlich ist. Während die Toleranz das Dulden ist und damit den anderen zum Erduldeten degradiert, ist die Differenzverträglichkeit eine notwendige, aber auch schwierige Tugend. Die Toleranz gewährt nur, die Differenzverträglichkeit anerkennt. Das alles bedeutet auch, wir können nur barmherzig sein, wenn wir den anderen auch kennen und verstehen wollen. Sind wir nicht schon fast als Reflex und aus Bequemlichkeit sehr differenzüberempfindlich, gerade in kulturellen, religiösen und weltanschaulichen Belangen? Die verstandene Differenz, nahe betrachtet, ist und war immer eine essentielle Bereicherung jeder lebendigen Kultur. Der alte Gott, ein Terminator, etwas verkürzt, entbrünstigt, tönt es etwa so bei Hosea: Was soll ich aus dir machen, mein sündiges, abtrünniges Volk? Soll ich dich schützen, Israel? Soll ich dich nicht einfach vernichten, in Schutt und Asche legen, wie Sodom und Gomorra? Aber nein, mein Herz ist anderen Sinnes. Groß ist meine Barmherzigkeit mit dir. Hosea lebte gut 700 Jahre vor Christi Geburt im Norden Israels und ist als sogenannter kleiner Prophet des Alten Testaments für diesen Text verantwortlich. Der Gott, der das sündige Götzen verehrende Israel vor Zerstörung bewahrt, aus Barmherzigkeit, entspricht das überhöhte Parallelerzählung Hosea selbst. Er nämlich hatte eine notorisch untreue Frau und war im Dilemma, sie zu verstoßen oder zu behalten. Offenbar hat er nicht von ihr lassen können, Andrea auch nicht. Ist das wirklich Barmherzigkeit, diese herausragende Tugend aller großen Religionen, welche das offene, verstehende Herz meint für den anderen, wie anders er sie auch sein mag? Und überhaupt dieser alttestamentarisch lokal verortete Gott Israels, wie kommt er mir vor? Bei aller Akzeptanz der historischen Konnotierung. Er agiert ähnlich einem über der Erde schwebenden, unberechenbaren Herrscher in einem vollbestückten B-52-Bomber, die Finger am roten Knopf. Man hört schon fast die immer lauter werdende Filmmusik dazu. Sie sehen schon, wo die Plots für die James-Bond-Stories herkommen. Alles Plagiate aus dem Alten Testament. Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass diese sehr beliebten Filme meist von jüdischstämmigen Produzenten kommen. Aber ein launischer Gott, der auch nur daran denkt, kollektiv und pauschal zu strafen, kann heute nicht mehr unser Gott sein, ob er nun einen barmherzigen Moment hat oder nicht. Gott etwas moderner umfasst, ja alles und somit auch das Nichts, aber auch die Liebe, die Kinder, die Musik, Natur. Er ist vollkommen und ewig, ein allumfassender, unfassbarer. So kann man heute auch über Gott denken. Jesus, auch Arzt. Religion und Medizin sind funktional beide Heilskonzepte bzw. Heilsversprechen. Dort mit der doch etwas unsicheren Perspektive des Ewigen, da mit der sicheren, aber auch vergänglichen Perspektive des Diesseitigen. Jesus passt hier, passt genau in diese Verbindung vom Jenseitigen und Diesseitigen als Gottessohn, als Menschensohn. Nach meinem Verständnis war der historische Jesus nicht nur ein Sozialrevolutionär, sondern auch Arzt. Nebst seinen Wunderheilungen ist seine spontane, noch heute berührende Empathie und aufopfernde Handlungsbereitschaft für Leidende, Kranke, Ausgesonderte, Hungernde und Dürstende, Verbrecher etc. außergewöhnlich. Er handelt eigentlich wie ein moderner Arzt, präventiv, sozialpolitisch, einer, der den Zusammenhang von gesellschaftlichen Bedingungen
und gesunder, freier Lebensentfaltung durchschaut und begriffen hat zu einem Zeitpunkt wie kein anderer vor ihm. Ich würde die These vertreten, dass Jesus das Diesseits und Dies radikal ändern wollte und die Jenseitsperspektive eher seine Ausformulierung des Trostes und nicht der Vertröstung war. Dass der sehr verletzliche und vergängliche Mensch Heil sucht und sucht und dabei Fantastisches, ja fast Unmögliches zustande bringt, das bleibt weiterhin die wahre und realistische Hoffnung, dass das Diesseitige auch Paradies und damit meine ich das eingelöste Versprechen auf ein glückliches, gelingendes Leben sein kann. Nie und nimmer kann ich mir Jesus übrigens vorstellen als Mitglied einer machtausübenden und Besitztümer anhäufenden Kirche. Mensch, du schaffst es. Und dann bleibt noch der Mensch. Dieser so mangelbehaftete, bedürftige Krampfer vor dem Herrn, der sich abstrampelt, um der Misere zu entfliehen. Und wie? Er ist aber auch der Einzige auf dem Planeten, der etwas wirklich über die Natur hinaus positiv verändern kann. Und darauf müssen wir bauen. Wir leben heute hier in der sichersten Welt, die es je gab. Bald 70 Jahre ohne Krieg, mit vielen grandiosen Bequemlichkeiten, leben länger, gesünder als alle Generationen vor uns. Der Mensch, biblisch ja das Abbild Gottes, wird überlebensunfähig geboren, verletzlich und vergänglich, im kosmischen Fahrplan jeweils nur eine Blitzsekunde lang aufleuchtend. Er ist aber der ewig Neugierige, unermüdliche Erfinder und mutige Eroberer. Sisyphos und Prometheus zugleich. Dabei leistet er über alle Generationen hinweg absolut Unerhörtes. Ikarus fliegt heute mit EasyJet. Odysseus twittert mit Penelope. Odysseus hinkt nicht mehr. Herkules sitzt einsam auf seinem Caterpillar im Stall des Augias. Die Schrecken von Pest, Pocken, Polio, Cholera und Bauchhaut, AIDS sind verblasst. Der eiserne Vorhang ist gefallen. Menschenrechte können eingeklagt werden. Und neuerdings auch der Welthunger, die Kindersterblichkeit, Analphabetismus nehmen weltweit endlich ab und dies trotz wachsender Weltbevölkerung. Erste kleine Kundschafter verlassen unsere Galaxie. Wie würde Johann Sebastian Bach heute arbeiten? Er komponiert längst am Computer. Da und dort Copy-Paste und frisch ab Laserdrucker direkt in die Hände seiner Musiker. Keine Bittstellerei mehr bei den Hochwohlgeborenen. Tantiemen fließen reichlich, Bach wäre wohl steinreich und sein ganzes Werk gespeichert auf einer Cloud. Das alles kann man sich ausdenken. Nun zuletzt Paradiesgedanken. Ja, heute beginnen wir es zu durchschauen. Das Paradies auf Erden ist nicht in der Südsee oder hinter fernen ewigen Wolken, sondern über viele Generationen Menschen geschaffen, greifbar und da und dort realisiert. Zumindest dort, wo Menschen gemeinsam ein sinnerfülltes Leben für alle wagen und dies auch gelingt. Hunger, Armut, Krieg, fehlende Bildung und Medizin sind heute alle schon überwindbar. Wir erleben die sicherste und bequemste Zeit, wie gesagt, die es je gab, wohlhabender als je eine Zeit vor uns. Das Bewusstsein dafür ist noch bescheiden und wir nörgeln auf sehr, sehr hohem Niveau über sehr, sehr nebensächliche Dinge. Wir haben vergessen, dass wir all die Früchte ernten, die Generationen vor uns mühevoll gepflanzt und entwickelt haben, häufig um den Preis ihrer Gesundheit und ihres Lebens.
Wir vergessen weiter, was wir kommenden Generationen schuldig sind. Mit diesem ungeschriebenen, da einst ja selbstverständlichen Generationenvertrag. Ist nicht ein Ensemble von Musikern wie hier mit der Aufführung unglaublich genialer Musik frühere Generationen, auf dem die nachkommenden Musikgenies aufbauen, mit Instrumenten, welche sich über Jahrhunderte weiterentwickelt haben, geradezu ein beispielhaftes Symbol für eine kreative, solidarisch gewachsene Menschheit, wo das Ganze auf allen Generationen beruht und weit, weit mehr ist als die Summe der Leistungen Einzelner, wo einige besonders Begabte als Solisten und Ensembleleiter sich in das Ganze einfügen, sich zwar herausheben, aber nicht überheben. Wenn das nicht Paradies ist. Danke.